Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enderkit. Wir haben heute das Kit Teleporter und drückt auf Pause, dann seht ihr, was das Kit alles so kann. Auf jeden Fall erkläre ich es jetzt nochmal. Und zwar, wenn du als Teleporter geportet wirst, nicht mit einem Schneeball übrigens, das habe ich schon getestet, das funktioniert nicht, dann bist du für 10 Sekunden unverwundbar und komplett geheilt. Und ja, das ist eben... Die Funktion von dem Kit hat also keine Vorteile im PvP-Kampf. Also quasi, du spielst kitlos, es sei denn, du wirst geportet, dann hast du einen kleinen Vorteil. Okay, 4 Eisen. Gut. 4 Eisen. Ja, das ist akzeptabel. Ja, Leute, gestern hat ja Deutschland gegen Brasilien 7-1 gespielt. Ich habe mir natürlich das komplette Spiel angesehen und ich muss sagen, was war denn mit den Brasilianern los? Die standen da, als hätten sie das erste Mal den Fußball gesehen. Also, ich weiß es nicht. Also, was da gestern los war, vielleicht liegt es an Neymar und an David Silva, heißt er, glaube ich. Ich kenne mich bei den Brasilianern nicht so gut aus, dass die jetzt da verloren haben, aber, also, dass die so schlecht gespielt haben, aber... ja, das war echt ein komisches Spiel gestern. Also nach 30 Minuten einfach ein 5:0 in einem Halbfinale, Leute. Ich glaube, denen war dann schon sofort klar, so, jetzt sind sie draußen. Die packen das nicht mehr. Und dann einfach noch ein 7:0. Ein 7:0 und dann in der 90. Minute haben die wenigstens noch ein Tor geschossen. Ich meine, die taten mir so leid, die brasilianischen Zuschauer, die haben alle schon extremst geweint und so, weil weil sie einfach wissen, Alter, das war das schlechteste Spiel der WM. Obwohl Spanien gegen Holland ja auch 5-1 verloren hat, aber trotzdem, das war trotzdem sehr, sehr schlecht. Oh, ich bin ein kleiner Abstauber. Sowas aber auch, da staubt der Thomas einfach ab. So was Gemeines. Das war ein gemeiner Boy. 47 Blöcke, da vorne ist jemand, den möchte ich mir jetzt holen. 7:0 für Deutschland gegen Brasilien, voll krass. Wird überall hier in Minecraft geschrieben. Ja, er schmeißt eine Enderperle. Okay, das war sehr schlau von ihm. Oh scheiße, jetzt komme ich da nicht hoch. Und dann verliere ich ihn. Och Mensch. Wieso tust du das denn? Hallo, Harald. Oh, es tut mir so leid, Harald. Wow. Was war das denn jetzt? Alter, da kam gerade, glaube ich, einer. Und der wollte mich töten und ich hab ihn nicht gesehen. Also ich war richtig verwirrt. Aber dann, zum Glück, wurde ich geportet und war wieder voll gereckt und hatte ja einen Bonus. Also hätte mich jetzt einer angegriffen, glaube ich, hätte ich keinen Schaden genommen. Schätze ich zumindest. Ich meine, was sagt ihr denn, wenn da steht unverwundbar? Dann bekomme ich ja normalerweise 10 Sekunden keinen Schaden, oder? So sehe ich das. So, erstmal was essen. Was? 124 Blöcke? Hat er sich jetzt weggeportet oder ist er? Nein, er ist gestorben. Dapfel war bei mir in der Nähe und ist gestorben. Och man, Dapfel, was machst du denn? Dapfel. Mann, ich... Och, Dapfel, du warst doch mein Traum. Ich wollte dich doch noch heiraten. Oh mein Gott. Ich labe schon wieder zu viel Scheiße. Es muss hier echt mal wieder was passieren. Oh, der hatte jetzt wohl ein bisschen Pech. Der hatte jetzt echt ein bisschen Pech. Und zwar habe ich ihn jetzt getötet. Und er hatte eine gute Ausrüstung. Der tut mir jetzt echt ein bisschen leid hier, denn wir sind jetzt Full Iron. Okay, gut. Habe ich einen Lava-Eimer? Oder ein Feuerzeug oder irgendwie sowas. Denn diesen ganzen Crap hier möchte ich gern wegschmeißen. Oh, ich habe 31 gebratenes Fleisch. Ja, geil. Das ist ja mal richtig nice. Habe ich einen Apfel auch? Nö, einen Apfel habe ich nicht. Aber ich habe auch keinen Lava-Eimer, ne? Schade, schade, schade. Sonst hätte ich die Sachen jetzt verbrennen können. Das heißt, ich laufe einfach mal weg, dass er sie niemals und niemals findet. Die Enderperlen packe ich hier hin. So. Gold hätten wir auch. Wenn wir einen Apfel finden, könnten wir uns einen goldenen Apfel machen. Das wäre cool. Und wir haben nicht mal EXP-Bottles. Nicht mal. Oh, wir haben ein Feuerzeug. Ja, das freut mich aber. Dann mache ich das so. Gut, 87. Aua, 87 Blöcke. Ich schätze, ich werde dann jetzt auch gleich wieder mal geportet werden.
Oh, da vorne ist jemand. Hallo. Wieso guckt er denn da in die Kiste, wenn ich komme? Okay, er ist weg, aber den hole ich mir noch. Oh, jetzt bin ich wieder komplett geheilt. Aber er ist trotzdem bei mir in der... Ist trotzdem jemand bei mir in der Nähe? Alter, er hat mich... Ah, ich war jetzt unverwundbar, Leute. Habt ihr das gesehen? Jetzt habe ich keinerlei Schaden genommen. Oh, ist das Kit cool. Also, was das betrifft, ist das Kit echt cool. Also, das verschafft dir dann schon einen echten Vorteil. Ich hätte jetzt echt Schaden bekommen, weil der hat mich richtig getroffen. Aber weil ich ja unverwundbar war, ist das nicht passiert. Das finde ich ja richtig cool. Also, da muss ich sagen, das finde ich cool, ja? Es leben eh nur noch 4 Spieler. Wir haben 4 Diamanten. Habe ich nur einen Apfel jetzt auch? Nee. Doch, ich wünsche mir doch nur einen Apfel. Oh, wir haben Erfahrungsfläschchen. Das ist cool. Denn ich brauche eh ein bisschen Erfahrung. Ja, ich bin ja nämlich so. Ich weiß einfach gar nichts, ja? Und Erfahrung, wenn man Erfahrung sammelt, dann ist das immer gut. So, jetzt fährt da draußen erstmal ein Stapler vorbei. Geil. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich hoffe es einfach mal. Und wenn ihr es hört, dann tut es mir leid. Okay. Beim nächsten Port werde ich auf jeden Fall mir einen Dia-Helm craften. Einen Diamant-Helm. Oh, da hinten ist jemand. Oh, 41 Blöcke. Gut, dann werde ich mir den jetzt einfach mal holen. Oh, ich habe auch keinen Schaden bekommen. Ich habe auch keinen Schaden bekommen bei der Enderperle, weil ich eben 10 Sekunden unverwundbar war. Habt ihr das gesehen? Ich habe keinen Schaden. Ich habe keinen Schaden bekommen. Das ist ja geil. Oh, jetzt habe ich schon 6 Werkbänke. Ja, toll. Dann mache ich mir jetzt einfach mal einen Diamanthelm. So. Zack. Kurz auf den Kompass gucken. Das hier kommt weg. 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 Ein Wassereimer reicht, denke ich. Das hier kommt weg. Das hier kommt weg. Okay. Gut. Dann geht's auch gleich weiter. Oh, schon wieder. Ach, hätten wir doch einfach jetzt die Diamanten nicht ausgegeben. Dann hätten wir uns jetzt einen Brustpanzer machen können. Aber gut. Man kann ja... Das kann man ja nie wissen, Leute. Also bitte verurteilt mich nicht, ja? Okay. Oh, jetzt können wir uns aber einen Brustpanzer machen. Und den werden wir uns jetzt auch gleich machen. Aber zuerst öffnen wir noch diese Kiste. So, perfekt. Perfekt, Leute. Ein Dia-Brustpanzer. Also, das ist in Endergames auch nicht so oft der Fall, dass man einfach mal... einige Sachen aus Diamant hat. Aber passiert, ne? Passiert, wenn man Glück hat. Passiert das? Einen Enchanting Table hätte ich jetzt ganz gerne. Den hätte ich jetzt wirklich gerne. Wenn hier jetzt ein Delfin oder so ist, dann macht der mich bestimmt platt. Also gegen einen Delfin, glaube ich, hätte ich jetzt nicht so die extreme Chance. 33 Blöcke. Wo ist der denn? Hey, wo bist du? Ich glaube, er ist unsichtbar. Nee, erst die Kuh hier. Ich wusste es. Ich wusste es. Danke. Okay. Wie das aussieht, wenn da unten so eine Kuh läuft. Kuh, komm her. Komm aus deinem Sack heraus. Ey, Kuh. Du kommst jetzt sofort her, bitte. Okay. 9 Blöcke. Okay, den haben wir. Okay, er ist tot. Er ist tot, er ist tot. Jetzt schnell alles verbrennen hier mit dem Feuerzeug. Okay, gut. Damit die Sachen auch keiner bekommt. Ja. Also ich hatte mir jetzt am Anfang nicht gedacht, dass er die Kuh ist. Aber wie ihr seht, ist das Kit Chameleon auch sehr nützlich. Aber wie gesagt, da haben wir schon eine Kit-Vorstellung davon gemacht. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt einfach mal nach. Ich habe alle Kits, die bisher draußen sind, schon vorgestellt. Ich habe da auch eine Playlist gemacht. Ich glaube, die habe ich sogar schon... sortiert, also müsste das auch gehen. Okay, es ist hier jetzt noch der Mubi 1505 hier. Wenn ich jetzt noch einfach nur einen Apfel droppen würde, das wäre so geil. Nur ein Apfel, ja? Aber ich glaube, der ist schon enchanted. Ich glaube, der ist enchanted. Wir müssen uns auch enchanten, Leute. Das ist sonst doof. Das ist sonst ja richtig doof. Gucken wir mal hier. Vielleicht ist hier einer, weil hier leuchtet so schön. Hier leuchtet so schön. Wieso leuchtet es hier dann so? Kann mir das mal jemand erklären? Okay. Okay, okay. So, ganz kurz schauen. Nee, wir haben keinen Apfel. Das kann es ja nicht sein.
Ich brauche doch nur einen Apfel. Nur einen einzigen. Ist das denn so schwer, einen Apfel zu bekommen? Wieso kommt denn da kein Apfel raus? Oh, ich habe einen Apfel. Oh mein Gott. Okay, wenn wir das nächste Mal geportet werden, mache ich einen Goldapfel, okay? Nee, das mache ich jetzt. Ich weiß, wie jetzt werde ich geportet, oder? Nee, okay, jetzt hatte ich echt Glück. Gut, dann fahren wir noch weiter, Äpfel. Oh, da ist ja auch schon wieder einer. Ja, sowas aber auch. Gut, wir wurden geportet. Das bedeutet, wir haben jetzt ganz kurz Zeit, noch einen Apfel zu machen. So, perfekt, Leute, perfekt. Und jetzt gucke ich noch schnell weiter, ob da noch vielleicht irgendein Apfel droppen möchte. Einer noch, komm schon, einer geht noch. Ein Apfel noch. So. Ich glaube, die droppen schneller, wenn man den Baum abbaut. Oh, da habe ich ja schon einen. Oh, ein Verzauberungstisch. Und zack, Schärfe. Perfekt, Leute. Jetzt haben wir auch dann noch 3 Goldäpfel. Das bedeutet, wenn wir Hunger haben, können wir sie essen. So, ein Apfel noch. Der geht... Nee, es würden sich jetzt... Doch, einer wird sich noch ausgehen. Er kommt aber auch nicht näher, ne? Ich weiß nicht, warum. Aber im Deathmatch hätte der... Das geht auf jeden Fall einen Vorteil. Weil, wenn es jetzt ein Delfin oder so im Deathmatch ist, hat er jetzt nicht unbedingt einen großen Vorteil. Aber wenn es so wie ich bin, hier, so wie ein Teleporter, der hat dann natürlich schon einen kleinen Vorteil. Ein Apfel, komm schon. Oh, er rennt einfach immer weiter weg. Was ist denn los mit dem? Ich glaube, der möchte irgendwas erreichen oder so. Der möchte irgendwas machen. Was will der denn machen? Ich habe Angst. Ich glaube, der will eine Falle bauen. So, mal gucken. Vielleicht kommt es ja ins Deathmatch. Ich hoffe es mal nicht. So, jetzt geht's los, Leute. Wir sind jetzt gleich da. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Okay. Die 3 Goldäpfel habe ich hier. Ich renne jetzt einfach mal auf ihn zu. Er rennt, denke ich, auch auf mich zu. Es kann sein, dass der Full Dia ist. Es kann sein, dass er nicht Full Dia ist. Keine Ahnung. Am geilsten wäre es ja sowieso, wenn wir gerade kämpfen. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Und dann werden wir geportet und dann bin ich wieder voll und kann ihn töten. Also das wär's. Aber ich weiß ja auch nicht, was er für ein Kit ist. Er könnte ja jetzt auch ein Golem sein, denke ich. Der mich dann rumschubst oder ein Polizist mit dem Hund oder was weiß ich. Da gibt es einige Sachen. Da gibt es einige Sachen, die er sein könnte, ja. Oh, da habe ich jetzt wieder was zum Enchanten. Und zack, zack, zack. Vielleicht kann ich sogar noch meinen Bogen verzaubern, wenn ich einen Verzauberungstisch noch finde. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. So, gut. Ah, da ist ja auch schon der Verzauberungstisch. Der kommt, du kommst ja gerade wie gerufen, ne? So, zack, Stärke. Okay, jetzt habe ich verzauberte Waffen. Das bringt mir sicher schon mal einen kleinen Vorteil. Gucken wir mal, was er jetzt da für ein Kit ist. Gucken wir einfach mal. So, 74 Blöcke. Ich habe echt schon ein bisschen Angst. Oh, jetzt habe ich da mein ganzes Eisen reingetan. Nee, 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 das, so wollte ich das jetzt nicht. Okay. 82 Blöcke. 82 Blöcke. Wir werden sicher jetzt noch mal kurz davor geportet, wenn es zum Kampf kommt. Hui. Okay, ich glaube, er ist im Wasser. Oh mein Gott. Leute, hier ist ein Kürbis. Alter, vielleicht schaffe ich es jetzt noch schnell, einen Golem zu machen. Einfach nur so als Spaß. Leute, wenn ich jetzt einen Golem mache, ja, dann bin ich der Pro. Dann war das einfach in der Enderkitzel und da habe ich einfach einen Golem gemacht. Habe ich genug Eisen? Nee, ich habe 20 Eisen. Ich weiß nicht. Geht sich das aus? Ich weiß das nicht. Oh Mann. Ich weiß es einfach nicht. So. 74 Blöcke. Ich glaube, er ist im Wasser. Ich glaube es. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Okay, 88 Blöcke. Er kommt näher. 85, 84, 82, 80. Wo ist das Eisen denn jetzt? Okay, nee, ich habe nur 2 Eisenblöcke. Man braucht eindeutig mehr. Das weiß ich. Okay, da hinten ist er. Okay, er ist schon sehr, sehr gut ausgerüstet. Und er hat auch einen verzauberten Bogen. Gut zu wissen. Er ist high. Schätze ich jetzt. Also, ich denke halt, dass er high ist. Und da drüben ist er auch schon draußen. Komm her, bitte. Wisst ihr was? Ich wirf jetzt einfach eine Enderperle, mir egal. Oh, da habe ich ihn ja schon tot. GG.
Schade, ich hätte... Guck mal, ich habe jetzt einen Kürbis und zwei Eisenblöcke. Nope, Komma, hab auf Name. Wollte ich jetzt gerade schreiben. Mubi, hab auf Name. So. Ja. Er denkt, ich hätte. Ja, geil. Also solche Leute hasse ich ja über alles. Also die dann schreiben so, ja, du hackst und was weiß ich. Ich denke mir dann immer nur so, Leute, wisst ihr was? Es ist schon manchmal mysteriös, wie ihr sterbt oder wie man stirbt. Ja, ich denke es mir manchmal auch immer nur so, Alter, ich sterbe manchmal und denke mir so, okay, das war doch jetzt nicht unbedingt Skill, sondern ich denke, das war jetzt ein Hacker oder so, aber man darf ihn nicht gleich bescheidigen, GG-Hack, sondern man sollte dann schreiben, ja, keine Ahnung. Also wenn man, finde ich, den Beweis nicht hat, dann sollte man das nicht machen. Ich meine, er war im Wasser, was soll ich denn da anderes tun, als ihn zu treffen mit dem Bogen? Ich glaube, das war keine Zauberei. Außerdem war mein Bogen verzaubert und da ich mich dann mit einer Enderperle dann noch nach vorne teleportiert habe und ihn mit dem Schärfeschwert getötet habe, bin ich auf der reinen Seite, Leute. Auf jeden Fall würde ich einfach mal sagen, mein Fazit zu dem Kit ist, das Kit Teleporter bringt jetzt keinen Kampfvorteil, außer es sind zum Beispiel jetzt nur noch, also ihr seid jetzt nur noch zu zweit im Deathmatch, es muss jetzt auch nicht im Deathmatch sein, es kann auch ganz normal auf der Map sein und ihr seid nahe und werdet vielleicht geportet, wo du schon einige Schläge kassiert hast, dann bist du nämlich 10 Sekunden unverwundbar, er kann dir keinen Schaden zufügen und du kannst ihn dann auch noch schön töten. Von dem her, Leute, würde ich sagen, finde ich es ein sehr faires Kit auf jeden Fall, also es ist nicht overpowered, aber es gibt, ich sag mal so, was doch noch den Kampf betrifft, stärkere Kits. Ich würde trotzdem sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst euch einfach einen Daumen nach oben da, das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Außerdem könnt ihr mir Kommentare schreiben, welches bisher euer Lieblingskit ist und ob ihr auch schon eins von den neuen Kits gespielt habt. Und ja, ich würde sagen, das war's. Haut rein, Leute, und lasst euch nicht als Hacker beleidigen, wenn ihr keiner seid. Ich würde sagen, das war's und ciao.